Review-Zeit, Ladies und Gentlemen, und willkommen zu meiner vierten Lost-Figuren-Review. Heute habe ich für euch den guten Charlie. Charlie ist auch einer der sehr bekannten Charaktere in der Serie Lost. Und auch der Schauspieler Dominic Monaghan ist einigen sicherlich ein Begriff, denn er hat damals in den Herr-der-Ringe-Filmen den Merry gespielt und ist eigentlich ein recht beliebter Schauspieler. Ich mochte ihn ganz gerne. Und die Figur von Charlie sieht wirklich super aus. Wie er da hockt auf einem Flugzeugwrackteil. Ich denke mal, das ist ein Teil der Tragfläche. Wirklich genial gemacht. Zur Person von Charlie kann ich ein bisschen was erzählen. Und zwar ist Charlie drogenabhängig gewesen die ersten paar Staffeln über. Hat in einer Band gespielt, die sich Drive Shaft nennt. Ist dort ein bisschen abgestürzt zusammen mit seinem Bruder. Und ja, sein Bruder hatte damals dann den Bogen wieder gekriegt. Ist in Australien, ich glaube, der ist da hingezogen, hat da gewohnt, hat eine Familie gegründet und Charlie hat immer noch versucht, irgendwie den alten Erfolg der Band wieder aufzugreifen und ist dann halt rüber nach Australien und hat versucht, seinen Bruder zu überreden, ob er die Band nicht wieder doch eröffnen könnte, weil der Bruder war, glaube ich, der Leadsänger. Und ja, lief natürlich schief, weil der Bruder meinte, er hätte sein Leben im Griff und Charlie sei immer noch auf Droge, was er natürlich auch war. Und hat ihn natürlich links liegen lassen und dementsprechend ist Charlie völlig angepisst wieder zurück. Wollte mit dem Flugzeug wieder nach Los Angeles fliegen und ist natürlich in dem berühmten Flug 815 der Oceanic gelandet, mit der er auf der Insel abgestürzt ist, zusammen mit allen den anderen. Ja, auf der Insel selbst, liebe Leute, hatte es Charlie zu Anfang natürlich nicht leicht. Er hatte natürlich so ein kleines Drogenpäckchen mitgeschmuggelt. Aber ja, hat natürlich nicht lange gehalten. Und dann kam der Entzug und ja, es war alles nicht so leicht für Charlie. Ja, wo fange ich mal an? Ich hole jetzt mal die Figur selbst ran. Den guten Charlie. Eine relativ kleine Figur diesmal, muss ich sagen. Dadurch, dass er nun sitzt, ist die nicht unbedingt groß, relativ small. Aber so die Position, wie er da sitzt, das gefällt mir sehr. Ich gehe da jetzt mal ein bisschen rein. Komm mal her. Wir fangen mal mit dem Gesicht an. Komm zu mir, Fokus. Da ist das Gesicht. Ich finde, auch hier, jetzt habe ich dich, auch hier wirklich cool gemacht. So mit dem Drei-Tage-Bart und die Haare hängen so ein bisschen im Gesicht. Komm mal her, Charlie. Hier von der Seite sieht man es ganz gut. Vielleicht ein bisschen zu dunkel die Haare. Entschuldigung. Weil er hat eigentlich so blonde Haare gehabt. Aber ich denke mal, das haben die jetzt gemacht, weil er hier eh seinen Hoodie, seine Kapuze auf hat und das ist eh alles ein bisschen dunkel. Und die Szene, wie ihr im Hintergrund auch an diesem netten Series One Pappaufsteller sehen könnt, spielt er im Dunkeln. Ja. Was er jetzt hier gerade macht mit seiner Hand, das ist auch relativ berühmt. Also alle Lost-Kenner wissen bestimmt, was er hier macht. Er hatte immer sich Pflaster an die Finger geklebt. Und hat sich dann da immer Sprüche raufgeschrieben. Komme ich da so ran mit der Kamera? Da. Und hier? Na nun, komm schon. Ich krieg's nicht. Ich krieg's nicht. Jetzt hab ich's. Man kann's leicht erkennen, er schreibt sich Fate drauf, also Schicksal. Ja. Er hat verschiedene Sprüche, meine ich, in der Serie mal drauf gekritzelt. Das war so ein kleines Hobby. Ihr wisst ja nun, drogenabhängig und auf Entzug und er musste irgendwie immer was haben, immer Beschäftigung. Ja, auf jeden Fall auf dieser Figur wieder gut umgesetzt. Ihr seht jetzt auch hier schon wieder, McFarlane Toys hat hier auch wieder so ein durchsichtiges Gummi rangesetzt, damit sich die Hände irgendwie, keine Ahnung, verschieben, verbiegen. Damit das nicht passiert, meine ich. Könnte man eigentlich abmachen. Ich glaube nicht, dass da großartig was passiert. Die sind auch schon ein bisschen ausgegilbt, muss ich sagen. Aber nun gut. Ich hab's heute mit meinem Fokus, Leute. Komm zu mir. Tja, klappt nicht so wirklich. So, so. Hier Charlie nochmal in der Aufnahme. Der Gesichtsausdruck ist wirklich cool gemacht. So leicht traurig, verzweifelt. Auf jeden Fall cool. Mir gefällt auch die Jacke, die er anhat, der Hoodie. Sieht wirklich gut aus. So mit den ganzen Falten und alles. Hier seht ihr es super schön. Echt cool.
Auch die Jeanshose, die sieht wirklich nach Jeanshose aus. So völlig dreckig auch hier schon. Echt cool. Und seht euch die Schuhe an. Wahnsinnsdetails an den Schuhen. Bei der Größe. Echt gut. Und auch der Boden, der Strand selbst mit einigen Wrackteilen, kleine Metallstückchen, ein paar Stofffetzen hier zu sehen. Und auch das ganze Weathering hier drauf sieht wirklich cool aus. Also es hat was. Das könnte wirklich so sandig sein. Da haben die wirklich was Gutes gemacht. Das muss ich echt mal sagen. Gefällt mir sehr. Hier sind sogar noch Steine, aber hier waren auch Algen. Hier sind Algen zu sehen, wo mein Finger ist. Echt cool. Ihr seht auch hier an der Jeans die Naht. Haben die wirklich cool gemacht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, das hier ist wie gesagt die Traffläche. Die sieht auch gut aus. Hier seht ihr auch die Verkabelung raushängen und alles. Also wirklich genial. Gefällt mir. Ja, Charlie ist eine meiner Highlight-Figuren. Er kommt zwar nicht so gut rüber, finde ich, wenn ihr alle anderen zusammen auf dem Display seht, aber ich finde ihn trotzdem gut. Und wenn man ihn so vom Nahen jetzt mal sieht und mal filmt, dann ist er wirklich genial geworden. Und die Ähnlichkeiten mit Dominic Monaghan ist definitiv da. Gefällt mir. Ja, wie ich schon angedeutet habe, Charlie gehört zu Series 1. Das heißt, ihr seht im Hintergrund noch diesen schönen Papp-Hintergrund, den ihr daran basteln müsst. Das ist eigentlich genau wie bei den anderen, wenn ihr die anderen Reviews gesehen habt. Hier mit dem Plastikgestell, was ihr zusammenstecken musstet und dann einfach dahinter. Wie gesagt, ich bin auch nicht unbedingt so der Mega-Fan davon. Es sieht zwar recht cool aus, wenn man das Diorama so sieht. Aber wie gesagt, es könnte schnell ausbleichen und ich glaube, hier fängt es auch langsam an und es kann knicken und sich verziehen, wenn nur ein bisschen Feuchtigkeit dran ist. Also nicht wirklich toll, nicht wirklich toll. Charlie ist jetzt meine letzte Figur aus der Series 1, die ich besitze. Da fehlt, glaube ich, jetzt wie gesagt nur noch Kate und Shannon. Die habe ich beide nicht mehr. Das sind die einzigen Lost-Figuren, die ich von McFarlane Toys nicht habe. Also falls ihr die schmerzhaft vermissen solltet, tut mir leid, Leute, die besitze ich nicht und die kriegt man auch so gut wie gar nicht mehr. Selbst bei eBay, ich habe letztes Mal geguckt wegen Kate, über 100 Euro auf jeden Fall noch in Originalverpackung und nein, das muss ich jetzt nicht haben. Ich bin recht zufrieden mit den Figuren, die ich jetzt von Lost habe und Platz habe ich jetzt sowieso nicht mehr unbedingt für die anderen beiden. Darum belasse ich es erstmal dabei, vielleicht später nochmal. Ja, kommen wir nochmal zurück, Seite. Und zwar ist hier Lost-typisch natürlich wieder der Kasten dran mit drei Sätzen aus der Serie. Die werde ich euch natürlich jetzt mal wieder vorspielen. Dazu gehört natürlich auch der Superhit der Band Driveshaft, You All Everybody. Das versucht Charlie zu singen. Ihr werdet schnell feststellen, dass er wirklich nicht singen kann und er deswegen wahrscheinlich auch der Bassist geblieben ist und nicht der Frontsänger, so wie sein Bruder. Aber ich finde die Originalsätze aus der Serie wirklich cool. Und machen was her. Ich fange natürlich jetzt mal mit Nummer 1 an, von Nummer 3. You don't know me! I'm a bloody rock god! Das war Nummer 1. Guys, where are we? Leute, wo sind wir? Und jetzt, Achtung, das Mega-Highlight. Der Super-Soundtrack, der Super-Song von Driveshaft. You all, everybody. Nicht lachen. You all, everybody! You all, everybody! Schiefer geht's nicht. Das hat er in der Serie auch so einigen vorgesungen, damit die sich irgendwie erinnern können. Ah, ihr kennt doch die Band Driveshaft und ich bin auch da Mitglied und war. Und irgendwie hat sich aber keiner wirklich dran erinnert und keiner kannte Driveshaft und ja. So viel dazu. Also wie gesagt, wirklich eine coole Figur. Es gibt nicht viel dran zu zeigen. Wie gesagt, die Base ist recht genial gemacht und ihr seht auch, groß ist er jetzt auch nicht unbedingt schwer, so wie die anderen. Aber er gefällt mir und gehört in meine Sammlung und ich bin nach wie vor froh, ihn zu besitzen und ja, ist ein nettes Teil. Ja, wie ich schon in meinen vorangegangenen Lost Reviews gesagt habe, hat jede Figur natürlich eine Replika und die meisten hatten natürlich jetzt einen Brief oder Locke hatte sein Walkabout Flyer dabei. Charlie hat dagegen etwas ganz Spezifisches.
Und zwar, wie kann es anders sein, den Ring von Driveshaft. Das ist der Ring von Driveshaft, das Originalzeichen von Driveshaft. Und diesen Ring trägt Charlie natürlich auch in der Serie. Nettes, cooles Gimmick. Man könnte ihn sich sogar auf den Finger stecken. Aber er ist natürlich nur Plastik. Relativ bescheiden gemacht, muss ich sogar sagen. Recht zusammengeschustert und das war's dann auch. Aber man kann es natürlich bei Charlie hinten vorne so rauflegen. So, als Driveshaft. Und dann war's das eigentlich. Ja. Leute, mehr kann ich euch schon gar nicht mehr zeigen zu dieser Figur. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich muss ja leider sagen, dass meine Lost-Figuren-Videos jetzt nicht wirklich so der Hit sind auf YouTube, aber das stört mich nicht, weil ich finde sie persönlich einfach super, auch wenn sie schon ein paar Jährchen alt sind. Wie gesagt, sie sind von 2006, meine ich, oder 2007. Und sie sind es nach wie vor wert, gezeigt zu werden. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist so schlimm, wenn man den Faden verliert in seinen eigenen Videos, Leute. Schlimm ist das. Ja, wie gesagt, das war der letzte von Series 1. Danach möchte ich gern noch von Series 2 ein, zwei zeigen. Je nachdem, wie jetzt die letzten Videos sich so machen auf YouTube. Aber ich habe zumindest noch den nächsten. Das wird der gute Sawyer sein. Den habe ich noch von Series 2. Mit dem werde ich anfangen. Und dann gucken wir mal weiter. Ich denke mal, Sawyer und vielleicht den Mr. Echo werde ich euch noch zeigen. Und dann muss ich mal schauen. Ja, nochmal kurz, was gibt es sonst Neues? Ich habe mir heute eine Collector's Edition noch bestellt. Und zwar von einem Game, und zwar von StarCraft 2. Ich habe mir Heart of the Swarm die Collector's Edition vorbestellt. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran, weil das Game kam. Die Erweiterung kam jetzt im März raus und es ist jetzt August. Aber ich hatte jetzt erst die Kohle dafür und werde mir das zulegen und habe es mir, wie gesagt, zugelegt. Und es kommt dann am Montag, sprich heute, wenn ihr das Video seht. Und ich werde mal ein Video davon machen. Ich habe noch nie eine Collector's Edition ausgepackt und euch gezeigt. Und das werde ich dieses Mal machen. Es wird wahrscheinlich nicht viel Anklang finden, aber ich will es einfach mal ausprobieren, mal gucken, wie es so rüberkommt. Und vielleicht kann ich das mit zukünftigen Collectors Editionen von irgendwelchen Games auch mal machen. Und ja, wie gesagt, das ist ein Test. Okay, Leute, das war's jetzt zu meiner Lost Charlie Figur. Ich rede viel zu viel anderen Krams, der gar nicht dazugehört. Aber wie ihr sehen könnt, ist Charlie wirklich eine super Figur geworden. Von den Details her ist er wirklich cool. McFarlane Toys hat damals wirklich viel drauf gesetzt, die Figuren lebensecht zu machen, und ich finde, das haben die auch hingekriegt. Und es ist immer noch schade, dass die diese Qualität nicht beibehalten haben bei The Walking Dead zum Beispiel. Da haben die jetzt erst Series 5 announced und Prototype-Picks gezeigt. Da waren, wer Walking Dead kennt, Glenn und Maggie dabei. Die sahen wiederum wirklich gut aus. Die haben diesen Style von den Lost-Figuren, von der Machart eher, von dem Realismusgrad her. Also die gefiel mir wiederum wirklich gut. Da muss ich echt mal ein Auge drauf halten und mal gucken. Weil McFarlane Toys war sonst eigentlich auch immer super. Und hat mit Lost das eigentlich damals echt bewiesen. Tja, schauen wir mal, was als nächstes kommt. Also wie gesagt, das war meine Lost-Figuren-Review zu Charlie. Sorry für die paar Versprecher, ein paar Verpatzer. Ich bin heute ein bisschen durcheinander. Ich habe jetzt länger keine Videos gedreht. Die letzten Videos, die ihr gesehen habt, die hatte ich alle schon im Voraus gedreht an einem Tag fröhlich. Das werde ich heute auch noch machen. Ich mache gleich noch den Sawyer für euch. Den werdet ihr dann an einem anderen Montag sehen. Oder wie gesagt, wenn das Video schon oben ist, wer weiß, wann ihr euch das hier angeguckt habt, klickt es an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Sawyer sieht cool aus. Okay, Leute, das war's. Wir sehen uns im nächsten Video. Das wird dann wahrscheinlich die Collector's Edition von StarCraft 2 Heart of the Swarm sein. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns und bis denne dann. What the fuck, dieser abgefuckte Fokus geht mir voll auf den Sack. Nun komm schon, jetzt habe ich dich.